schönen guten Tag. Detlef Rüsing hier aus dem Dialogzentrum Leben im Alter an der Hochschule Osnabrück. Heute wieder mit einer neuen Folge unserer Serie des kritischen Glossars. Ganz kurz, das kritische Glossar nimmt sich Begriffe aus der gerontopsychiatrischen Versorgung, überhaupt wichtige Konzepte und Begriffe, und beleuchtet die einmal näher. Der heutige Begriff ist ein Begriff, den Sie alle kennen, der in aller Munde ist, aber den eigentlich niemand in den Mund nehmen will. Denn es geht um die Lüge, den Einsatz der Lüge, insbesondere in der Versorgung und im Umgang mit Menschen mit Demenz. Wenn man sich anschaut, im Grunde, jeder von uns hat schon einmal gelogen, zumindest die allermeisten von uns, aber am Ende will es keiner gewesen sein. Das heißt, die Lüge ist erstmal gesellschaftlich geächtet. Und in der Kommunikation, in der echten Beziehungsarbeit, werden Sie kein Buch finden, in dem nicht drin steht, dass Lügen eine echte Kommunikation auf Augenhöhe untergräbt. Wenn aber das Ziel der gerontopsychiatrischen Versorgung oder der Versorgung von Menschen mit Demenz zwischen Pflegenden oder Betreuungspersonen und dem Menschen mit Demenz ein echter Beziehungsaufbau ist, wie kann es da sein, dass vielleicht gelogen wird oder dass dort gelogen werden darf und dass das Teil des Konzeptes ist oder sogar so etwas wie die therapeutische Lüge? Ja, selbst diesen Begriff gibt es. Also, ich habe mich mal ein bisschen tiefer noch mal reinbegeben, habe noch mal geschaut. Es wird unterschieden zwischen verschiedenen Lügen und das kennen Sie sicherlich auch. Sie alle kennen den Begriff der Notlüge. Notlügen macht man dann, wenn sozusagen die Wahrheit in unseren Augen, zumindest aus der Perspektive des Lügenden, etwas ist, unter dem der Belogene in besonderem Maße leiden würde. Das heißt, die Notlüge ist etwas, was weitestgehend akzeptiert ist in unserer Gesellschaft auch, dass es Situationen gibt, in denen es eine Notlüge gibt. Es gibt einen Autor, Blum heißt er, der hat 1994 einen tollen Artikel geschrieben. Ich verlinke Ihnen das alles auch unter dem Video und auf unserem Blog. Und der hat unterschiedliche Formen des Lügens bei Menschen oder mit Menschen mit Demenz unterschieden. Er hat gesagt, einmal eine Form des Lügens wäre das Mitmachen, das heißt in die Realität desjenigen einsteigen. Das wäre natürlich eine Lüge, weil dessen Realität, gerade dann, wenn sie wahnhaft ist, natürlich nicht unsere ist. Eine weitere ist natürlich, dass man jemandem etwas verschweigt. Auch das gilt als Lügen. Dann natürlich die schon genannten Notlügen, die ich gerade schon einmal gesagt hatte. Und zum Beispiel die Tricks. Also wenn jemand immer herausgehen will aus der Tür und man schließt die Tür ab und versteckt den Schlüssel beispielsweise. Das wäre so etwas. Also, wie sehen wir denn das in der Pflege, sollten wir uns fragen. Wie wird in der Pflege gelogen? Naja, also es gibt eine Studie von James, glaube ich, es gibt eine Studie von James aus dem Jahr 2006, die war zwar nicht repräsentativ, aber trotzdem recht umfangreich in Altenheimen und Krankenhäusern. Und da gaben 96% der Pflegekräfte an, in der Versorgung von Menschen mit Demenz in bestimmten Situationen zu lügen. Welche sind die Situationen? Einmal, wenn es darum geht, Einwilligung in pflegerische oder medizinische Maßnahmen. Dann wird manchmal gelogen. Zweitens, bei Nachfragen nach abwesenden verstorbenen Personen. Also wenn ein Mensch mit Demenz immer nach seiner Mutter ruft, beispielsweise, die längst verstorben ist, dann wird demjenigen das nicht gesagt. Viele würden das vielleicht sogar als Notlüge dann bezeichnen, weil sie Angst haben, dass die Wahrheit diese Person noch mehr aufbringen würde. Und wir wissen, das ist nicht aus der Studie von James, aber das wissen alle, die in diesem Bereich tätig sind, dass insbesondere bei psychotischen Erleben, also bei Halluzinationen, bei Wahnvorstellungen bei Menschen mit Demenz gelogen wird. Was bedeutet das konkret in der Praxis? Sie will Ihnen einmal ein Beispiel nennen. Stellen Sie sich vor, ein Mann in einem Altenheim hat nur seine Schuhe an, seine Socken, seine Unterhose, hat seinen Hut aufgesetzt und seinen Stock in der Hand und geht zur Tür, draußen ist es ziemlich kalt, es ist Winter, und geht zur Tür und sagt, ich muss jetzt zur Arbeit. Sie wissen genau, Sie können diesen Mann nicht einfach so gehen lassen, weil der Mann sonst draußen erfrieren würde, er würde sich vielleicht auch lächerlich machen unter Umständen. Und Sie haben natürlich so etwas wie eine Vorsorgepflicht, Fürsorgepflicht für diesen Menschen. Das heißt also, was haben wir für Möglichkeiten? Jetzt stellen Sie sich aber vor, Sie haben versucht, validierend damit umzugehen, so wie Naomi Fell das beschrieben hat oder Nicole Richards. Das heißt, auf der Gefühlsebene mit demjenigen entsprechend zu kommunizieren. Das hat aber nichts genutzt. Derjenige sagt Ihnen, nein, ich muss jetzt zur Arbeit, lass mich in Ruhe.
Dann haben sie ihm gesagt, das geht jetzt nicht. Sie wohnen hier in einem Altenheim und ich kann sie so nicht herauslassen, so wie sie aussehen. Und sie brauchen gar nicht mehr arbeiten. Haben sie ihn also versucht, in die Realität zurückzuholen. Und derjenige sagt, erzählen Sie mir doch keinen Quatsch. Ich habe keine Zeit, jetzt mit Ihnen über so einen Quatsch zu reden. Natürlich muss ich zur Arbeit, denn mein Chef, der wird total sauer. Und sie haben jetzt auch schon präventiv alles versucht. Sie wissen zum Beispiel immer dann, wenn dieser Mann, auch das kenne ich aus meiner eigenen Praxis noch in der Pflege, immer dann, wenn er jemand einen Hut aufgesetzt hat und den Stock genommen hat, dann wusste ich, der oder diejenige, derjenige war es, in diesem Falle ein Mann, der will unbedingt raus. Das heißt, was wir also erleben ist, wir haben manchmal Situationen, Fallbeispiele wie diese, dort sind alle Möglichkeiten, mit demjenigen umzugehen, das waren ja jetzt gerade nur zwei Beispiele, wie man es machen könnte, haben sie gemacht und sie haben nicht genutzt und derjenige will einfach raus und sie können ihn aber so nicht rauslassen. Und in solchen Fällen wissen wir Pflegenden, dass wir manchmal zu Lügen greifen. Also zum Beispiel, ihr Chef hat gerade angerufen und hat gesagt, sie brauchen heute nicht zur Arbeit kommen. Oder was auch immer sie sich einverlassen, das hat ja auch immer viel mit diesen Menschen zu tun. Das heißt, was wir eigentlich wissen ist, dass es in der Pflege von Menschen mit Demenz Situationen gibt, in denen sozusagen man, um die Situation irgendwie zu retten, damit derjenige keinen Schaden nimmt, man eigentlich zu einer Lüge greifen müsste. Und jetzt gehen wir mal ein Stück zurück in die Theorie. Im Jahr 2019 erschienen ist der Expertenstandard hier am DNKP zur Beziehungsgestaltung, der sich in hohem Maße, daraus können Sie in diesem Standard lesen, den personenzentrierten Umgang. Kern des personenzentrierten Umgangs, nicht nur wie Kittwurth ihn beschrieben hat, sondern auch viele andere, sind drei Grundkonzepte. Empathie, Akzeptanz und Kongruenz. Empathie, die Fähigkeit zu fühlen, was der andere fühlt, oder die Akzeptanz, denjenigen in seiner Lebenswelt so anzunehmen, wie er ist oder wie es ihm dort geht, ohne aber zu sagen, dass das auch meine Lebenswelt ist. Und jetzt kommt der dritte Punkt, die Kongruenz, die Wahrhaftigkeit und Echtheit. Und jetzt müssen Sie sich vorstellen, wenn es um Lüge geht, gibt es diese beiden Pole, da gibt es welche, wenn ich wahrhaft und echt sein soll und echte Beziehungsarbeit machen will, dann darf ich nicht lügen, dann darf ich denjenigen nicht belügen. Und es gibt einen anderen Pool, die sagen, naja, manchmal muss es praktikabel sein und dann kann man lügen. So, und was das Problem und das Dilemma, was wir haben, ist die Frage, kann ich personenzentriert pflegen und trotzdem manchmal in Ausnahmesituationen lügen? Das ist die entscheidende Frage. Und da gibt es Leute, die sagen grundsätzlich nein. Ich glaube, dem ist nicht so. Ian James hat 2006 versucht, diese beiden Pole, von wegen man darf lügen und man darf grundsätzlich nicht lügen, zusammenzubringen und hat versucht, ein gestaffeltes Vorgehen zu schaffen, an dessen Ende eine Lüge steht. Er sagt, wenn wir eine Situation haben, wo jemand etwas möchte oder etwas tun will mit einer Demenz, dem ich nicht nachgehen kann, ist das Erste, was ich natürlich versuche, ihm den Wunsch zu erfüllen. In diesem Falle, bei diesem Mann, sozusagen, dass ich ihm sage, okay, ich helfe ihm eben mit Anziehen und dann gehen wir raus, wenn er sich darauf einließe. Zweitens, wenn das nicht funktioniert, dann versuche ich einen Ersatz zu finden, sagt James. Das heißt also, ich biete demjenigen an, also Sie können jetzt zwar nicht zur Arbeit gehen, aber ich biete Ihnen an, dass wir mal hier zusammen zum Hausmeister gehen oder wir mal hier in die Küche gehen oder sonst etwas machen. Also einen Ersatz. Drittens, sagt er, wenn das auch nicht klappt, dann versuchen wir die Person abzulenken. Ja, indem wir versuchen, ihn gedanklich auf andere Dinge zu bringen, dass sozusagen das zur Arbeit gehen und was all das, was damit verbunden ist, nicht mehr im Vordergrund steht, sondern eine andere Idee im Vordergrund steht. Und wenn das alles nicht klappt, dann empfiehlt James sozusagen auch, dann können wir lügen. Das heißt, er baut so eine Art Algorithmus auf und er nennt diese Lüge dann sogar therapeutische Lüge. So weit würde ich im Übrigen nicht gehen. Ich glaube, eine Lüge ist nicht therapeutisch. Aber er sagt halt, es gibt dieses gestufte Vorgehen und wenn die ersten drei Punkte nicht klappen, dann kann man im äußersten Notfall zu einer Lüge greifen. Was er damit macht, der James, das ist was sehr, sehr Gutes, nämlich er sorgt dafür, dass man nicht einfach sagt, na gut, Sie dürfen halt einfach lügen, sondern er gibt ganz klar vor, in welchem Fall Sie lügen dürfen. Okay. Es gab eine spannende Studie noch von Elvish aus, muss ich schauen, in welchem Jahr, das war jetzt noch nicht so lange her, verlinke ich Ihnen auch. Der hat gesagt, die Leute, die mit Menschen mit Demenz umgehen, wissen viel zu wenig über Lügen. Sie wissen, dass es ihnen eigentlich verboten ist, dass die Gesellschaft denkt, sie dürfen nicht lügen, all das. Aber
Der hat gesagt, wenn Sie mehr darüber wüssten, dann würden Sie auch anders mit Lügen umgehen. Und dann hat er Folgendes gemacht. Der hat die Leute vorher, da gab es so ein Assessment, 16 Fragen, in welchen Fällen sie lügen würden, was sie von Lügen halten, ob sie es dürfen und nicht. Also 16 solche Fragen auf einer abgestuften Skala. Und dann hat er mit denen einen ganzen Tag ein Seminar gemacht, hat eine Präsentation zum Lügen gemacht, hat den Leuten sehr, sehr viel darüber erklärt und über das Vorkommen erklärt und in welchen Situationen. Und nach diesem Seminar über das Lügen hat er dann wieder eine Umfrage gemacht, hat er die gleichen Fragen wiedergestellt. Und am Ende hat er festgestellt, dass die Leute tatsächlich sagten, nach diesem Seminar, und da war er zunächst erstmal erschrocken, würden sie eher lügen als vorher. Aber er hat festgestellt, deswegen, weil die Leute sehr wohl unterscheiden konnten, in welchen Situationen es in Ordnung ist und in welchen Situationen es einfach diese little white lies sind, diese einfachen kleinen Lügen, die man eigentlich nicht braucht. Und ich denke, das ist es. Ich denke, wir müssen sehr viel mehr darüber wissen. Und was uns überhaupt nicht hilft, ist die moralische Keule, die sagt, du sollst nicht lügen, fast mit sozusagen dogmatisch-spiritueller Kraft zu sagen, das ist grundsätzlich böse. Es gibt Situationen, in denen wir uns nicht anders helfen können. Es gibt aber natürlich, auch wenn es diese Situation gibt, ist das Belügen eines Menschen immer auch ein Ankratzen und ein Verletzen seiner Würde. In diesem Fall und aus diesem Grunde würde ich nie von einer therapeutischen Lüge sprechen. Ich möchte abschließend einen Vergleich machen. Einem Menschen eine Spritze zu geben, ist immer eine Körperverletzung, aber manchmal notwendig. Jemanden zu belügen, ist immer eine Verletzung seiner Würde, aber offenbar, solange wir es nicht besser wissen, immer auch oder kann es auch notwendig sein und sinnvoll sein. Soweit das kurze Glossar zum Thema Lügen bei Demenz. Lesen Sie es nochmal nach. Auf dem Blog habe ich noch viele Literaturhinweise dazu gegeben. Diskutieren Sie mit uns darüber. Ich freue mich auf die Auseinandersetzung. So einfach ist das alles mit den Lügen nicht. Bis bald, Ihr Detlef Rüsing.